Hallo und herzlich willkommen beim großen Finale vom ersten Abenteuerbuch in Hero Quest. Wir sind in der letzten Mission angelangt, in der Mission Rückkehr nach Barak Tor. Ich lese jetzt mal den Missionstext vor, bevor es losgeht und unsere vier tapferen Recken sich aufmachen, den Hexer zu besiegen, den sie ja vor zwei Missionen befreit haben. Also, jetzt. Da ihr das Geisterschwert besitzt, müsst ihr nach Barak Tor zurückkehren und den Hexenlord bezwingen. Der Kaiser befindet sich auf einem Feldzug gegen die Ostorks am Vulkanpass. Ich finde das gut, das sind die Ostorks, ne? Alles Böse kommt aus dem Osten, das sind nicht die Westorks. Wenn ihr versagt, wird der Hexenlord die Abwesenheit des Kaisers nutzen und eine Armee der Untoten zum Sieg führen. So, dann würde ich mal sagen, ihr dürft mit euren kleinen W6ern würfeln, Ja, seht ihr die um. Untoten um uns rum? Seht ihr sie? Ja. Das ist echt. Warum sind die Also, alle so. nackt oben rum? Nimm da ist. Ja. Da, da liegt schon einer am Boden. Der ist kurz Ja, vor der hat dem. schon. Der wird gerade zum Zombie. Naja, so, Die jetzt würfelt mal drei. mit euren kleinen W6erchen, damit ihr wisst, Außerdem wer guckt ihr doch anfängt. eh meistens nach unten. Da ist so ein schöner Grasuntergrund. Doch, okay. Ja, okay, rollen. Ich hab einen Sechser! Ich hab ne Eins! Yeah! Ich bin auch bei der Eins. Lumpi? Bobby? Lumpi? Drei. Ey! Hast du jetzt einfach nichts gemacht, die Ja, Zeit aber ich oder? habe vor ungefähr 2 Minuten gewürfelt, als ihr alle noch mit lustigen Okay, dann gut, wenn du jetzt eine Hintergründchen-Bildern Sechs gehabt beschäftigt hättest, hätte ich war. mich beschwert, sonst ist auch immer. Ich würfle meinen Bewegungswürfel. Eins. So. Hier eins. Und Auge dann. Weiß, dass es kommt. Scheiße, die zerstört alles. Wer hat denn den Dungeon-Eingang nicht Okay, ich festgenagelt? suche den Raum nach Schätzen. Lumpi, du hast das Benennen wieder weggemacht. Falle! Fick dich! Und Freddy stürzt erstmal instant in eine Falle hinein. Oh, und das Lock Lumpi, mach mal wieder die Rechte frei, außer das Also ein Zeichnen. Freddy hat noch 5 Lebenspunkte. Ach ja, übrigens, ich hab die Erdzauber, ne? Also, nur mal so. Das hättest du rechtzeitig sagen sollen. Ich dachte, unser Meister sagt irgendwann mal, dass wir unsere Zauber noch und so. Ich hab Sachen rumzudrehen. Du fummelst hier meinen Zauber, ne, du scheiß Game Master. Ich geh mach dich fertig, ich caste im Lumpi, Moment. du bist dran. Nein, bist du gar nicht. Inka ist dran. Ja, Ich ich bin caste jetzt auch. Inka, pass Geist doch auf dem mal auf Auge. hier. Schnauze. Fallen und Richtig Geintür. so. Fallen und Geintür. Wobei, du bist bei der Bar, du. In Charakter sein. Oh, wir sind jetzt schon wieder die Treppe hochgehoben. Inka Ich? der Lumpi hat immer. Hat er inzwischen die Rechte gegeben? Stürmt aus Nein, einem immer noch Raum nicht, raus, okay. indem ein Elf seinen Fußgott aus einem 2 Meter dicken Lumpi, Pfahl komm mal an rauszieht. den Rechner, an dem das Spiel ja gerade läuft, und gib uns wieder die Rechte. Mal kurz gucken, also. Ist. Herd. Und. So bin ich so weit weg von dem Geschehen. Lumpi, Rechte. Holy cannoli. Alles außer Ja. Zeichnen Und es steht und da eine Tisch Reihe flippen. von Skeletten. Inka muss ich jetzt durch. 1, 2, 3, Ich hab 4, 5, schon 6, 7, 8, eingestellt, 9, dass ihr 10, 11, nachher 12, nur 13, rein 14, 15, dürft. 16, 17 Ja, zum Skeletten Beispiel Lock. durchmetzeln. Hast du nicht. Nee, warte, Doch, hab ich warte, warte. wohl. Bist du nicht ganz fertig mit dem, was du siehst? Du siehst, dass da hinten auch blockiert ist. Dann siehst du dann noch eine Tür. Oh ja, da kommt Und wieder. du siehst noch ein Skelett. Mein gutes Inka Sieht fast aus wie Klein. mein Klassenzimmer. Mein altes. Hä? Lang, schmal. Voller Toter. Fertig? Ja. Ja, jetzt fertig. Jetzt lass es einfach Wundervoll, dann gehen. schlage ich mich mit dem Typen. Das wird ein sehr Eine. einseitiges. Er hat eine Chance. Okay. Ja. Nicht mit mir Aber irgendwie, ich er hat bin sich leider auf den chancenlos. falschen Game Master verlassen. Ja.
Und bin ich froh, dass ich nicht mitspiele. Ich würde wahrscheinlich sofort sterben, weil ich immer nur Scheiße würfel. ich bin dran. Das muss ich ja selber gucken. Ich weiß gar nicht, wie viel hat. Achso, es passiert was, egal. Tempo 6 Helder. Okay. Du bist dran, Netze. Ich mach nix, Lumpi. Ich hatte das Mikrofon gemutet. Gemutet. Ach scheiße, wir dürfen ja mit 2W6 würfeln, ich habe bloß mit einem W6 gewürfelt, also Blödsinn. Oh, Freddy, welche Neuheiten. Das hast du all die Spiele nicht gewusst. Ein Treffer bei dem Skelett. Ein Treffer. Jetzt ist wieder die... Eine erneute Bewährungsprobe für Auge wird da wieder gedemütigt werden. Er versucht seine Ehre aus dem Schlamm zu ziehen. Ja, du mich auch. Ich habe einen neuen Twitch-Follower, danke dafür. 8. So, was mache ich jetzt? Also erstmal Auge, das für diesen Raum hier nach Schätze. Nach Fallen. Nein. Das ist keine. 2. Egal, du, Quatsch, ups. Cool, ich kann das Spielbrett einfärben. Warum kann ich das machen? Das ist ja lustig. Lubi, du hast doch hier, Inka, was gesagt. Du willst mir ein Twitch-Channel-Chatbot einrichten. Das habe ich mal mitgelesen, ja. Was, Lumpi? Naja, ich bereue es jetzt schon. Zu viel Zeit, oder was? Bist du fertig, Freddy, mit deinem Zug? Ja. Dann ist Inka dran. Ich habe nicht gesagt, dass ich den einen bauen will. Ich habe einfach nur gesagt, dass ich mal schaue und mit dir drüber spreche. Ja. Und sollen wir drüber sprechen? Kannst du es ja mal versuchen. Problem ist, dass ich den nicht einrichten kann. Das musst du selber machen. Inka, hat er recht? Ja. Ach, scheiße. Das erzähle ich dir schon seit Ewigkeiten. Hat sich irgendjemand in diesem Gang schon mal umgeguckt? Nee. Wundervoll, dann würde ich ganz gerne einmal nach Fallen suchen. Du guckst an dieser Polonaise an Leuten vorbei, die da vor dir steht und entdeckst in dem Gang aber keine Fallen. Dann bin ich dran und greif Lumpi an. Mit einem Treffer. Und Lumpi verteidigt. Möchte irgendjemand einen Zauber für dieses Skelett verwenden? Weil wenn nicht, dann würde ich sagen, dann beefen Lumpi und ich das eben kurz aus, bevor ihr die ganze Zeit da hinten... Nein, ja, okay. So, ja. Lumpi, wir beide beefen das jetzt aus. Du hast mich hier gerade... Nee, wie war das? Du hattest... Ich hab zweimal verteidigt, du hast einmal getroffen. Okay, dann bist du dran mit angreifen. Nee, das Würfeln bitte nicht drehen. Ja, das war der falsche Knopf. Zwei Treffer. Oh ja, jetzt pass auf, jetzt kommt meine Königsparade. Ja, königlich daneben. Nicht so richtig. Okay, Freddy, du bist dran. Also vorher durchsuche ich den Raum nach Fallen. Wurde gerade schon gemacht, gut, dass du so aufpasst. Okay, 3. Ist immer wieder erfreulich. 1. Stopp. 3. Das sehe ich. Ich hab gerade irgendwie ein Leck, ich hab keine Scheißverbindung. Aber auch eine hohe Ping. Ja, das muss an deinem Internet-Router, Haus, Anbieter, sonst was liegen. Machen wir einen Uplay aus. Ja, mehr siehst du nicht. Uplay oder Uporn? Uplay, das ist das von Ubisoft. ja, das hier suche ich jetzt aber nach Fallenauge. Du siehst keine. Okay. Ja. Nächste. Das würde so Spaß machen, diese Reihe hier zu blocken, einfach schon, weil es kann. Ente, du bist dran. Ich muss das machen. Ich bin beeindruckt, dass ich das machen muss. Was? Ich bin wach. Ich bin wach. 10. Ich suche noch Fallen. Hab ich schon. In diesem Gang?
Ja, ach so, dann laufe ich weiter, Moment, scheiße. Hier, sorry, bleib stehen, kein Bock mehr. Das ist so vom Feeling gerade her, als ob wir an einem richtigen Tisch sitzen und drei Leute gucken die ganze Zeit auf ihr Smartphone und bekommen nicht mit, was die anderen machen. Hörst du ja, das ist eine ziemlich gute Beschreibung. Lumpi, du bist dran. Er setzt das Smartphone mit Laptop mit Coding-Software und es stimmt. Möchtest du nach Fallen suchen? Ich glaube, das hat noch niemand gemacht. In dem Gang hier natürlich hat das Inka schon gemacht. Der war gut, Lumpi, der war gut. Okay, Freddy, du bist dran. Wieso war der gut? Das verstehe ich jetzt nicht. Das hat sie. hat sie so angehört, als würdest du damit andeuten wollen, dass du nicht weißt, dass der andere da mal auch schon durchsucht wurde. 7. Oh, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Auf zu neuen Taten! Öffnest du die Tür? Hä? Ja, doch, die hast du jetzt aufgemacht. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts als Schwärze. Oh! Ja komm, du Spast. Die sterben. Es sind Skelette. Du hast das Geisterschwert, denk dran. Oh ja, stimmt. So, das siehst du. Ja. Kann nichts davon angreifen, oder? Die stehen nicht in Reichweite. Hast keine Züge mehr übrig? Nee, dann nicht. Dann ist Inka dran. Also die Dungeons hier sind schon echt sehr leer, was die Gegner angeht. Also in Karakwan vorkommt, das ist ein ganz anderes Kaliber. Öffnest du die Tür? Mach mal die Tür auf. Hier, stell die mal vor dich. Kommt. Nein. Ja. Mehr siehst du nicht. Du musst dich nur davor stellen, du musst dich nicht auf sie draufstellen. Warum nicht? Ich kann mich auch noch mit dem schlagen. Ich habe diese Runde noch nichts getan. Ja. Zwei. Das ist eine Scheiße. Okay, Inka war dran, da bin ich dran. Dann greift dieses Skelett jetzt Freddy an. Warum hast du hier immer mehr Würfel? Das ist doch super. Null Treffer. Ente ist dran. Oh, jetzt kommen, jetzt müssen Köpfe rollen. Untote Skelettköpfe. Ja. Hetz! Meine Güte, ey, das ist so schlimm. Wie ist dran? Ihr könnt ja in Zweiergruppen ein Wettrennen veranstalten, wer als erstes den Hexer gefunden hat. Ich durchsuche den Raum auf Schätze. Hast du nicht auch das Gefühl, dass auf diesem grünen Zwerg eigentlich SD-Car steht? Ich denke auch, dass da SD-Car steht und ich weiß nicht, was für ein Auto das ist. Ja. Ja. Das war echt der schlimmste Name, den Lumpi bis jetzt hatte. Okay, Lumpi, das ist... Ich glaube, das ist ein Auto mit viel Laderaum. Ja, wahrscheinlich. Und trifft dich mit Zweien. Moment. Aus Protest hat sich Lumpi schon verkleinert. Du triffst mich mit zwei. Ja. Hast einen pariert, kriegst einen Schaden.
Und Freddy ist dran. Yay, okay. Ich stürme in den Raum rein. Wo ist mein zweiter Würfel? Komm her. Oh ja. Was hast du geworfen? Ach komm, also. Ich versuche den Raum nach schätzen. Kannst du nicht. Kannst du nicht, während ein Monster ach, drin ist. Ich versuche den Raum nach fallen. Ich kann das machen. Oder du blockst mich. Du siehst keine Fallen. Ja, du willst es. Unbedingt nicht. Du willst unbedingt diese Schätze und dafür machst du nicht mal das scheiß Skelett weg. Das greift dich nächste Runde wieder an, das weißt du schon. Ja, ich weiß. Ja, das Risiko nimmt's Freddy standhaft auf sich. Inka, du bist dran. Echt, ey. Mit was für Leuten muss ich jetzt zusammen spielen? Lumpi, brauchst du ein Schwert? Ein Schwert brauche. Nee, ich habe eine zweihändige Axt, aber falls du damit meinst, die Mumie umzunatzen, ja doch, mach ruhig, wenn du möchtest. Das meinte ich. Ihr bildet ein Ampelmännchen. Du darfst natürlich auch weiterlaufen, wenn du magst. Auge ist das rote Ampelmännchen, Lumpi ist das grüne Ampelmännchen. Ja. Freddy ist das Ampelmännchen. Definitiv. Ein Treffer. Parier einfach nicht. Es ist zum Kotzen. Meine Güte, freue ich mich aufs nächste Abenteuerbuch, wenn es immer rund geht. Dann seid ihr endlich meine Defensive und nicht ich die ganze Zeit mit den wenigen schwachen Monstern, die mir gegeben werden, die nichts ausrichten können gegen euch. Jungs, sammelt Weihwasser! Hätte ich das mal gesagt, scheiße. Ja. Ich bin dran. Dieses Skelett greift Freddy an. Ja. Der einzige Trost, den ich habe, ist immer Freddy zu treffen. Das ist das Einzige, was mir noch Spaß macht. Ja, eins. Ein Treffer. So. Ja, ein Block, zwei Block sogar. Wow, mighty Block. Okay, Ente, du bist dran. Und Hats! Oh, nur ein Treffer. Ja, aber der Hat kann immer noch rollen. Ja, Auge. Aber er hat kein Glück, ich kenne das. Ich glaube, am Ende sterben wir einfach alle, weil dein Knüppel ein Eigenleben entwickelt. Ja, mein Knüppel, da will der Fluch einfach überladen, dann, ja, dann sind alle bloß dran. Noch dumme Zombies, die bloß noch Hats essen wollen. Der Knüppel übernimmt uns einfach. Was ist mit diesen Würfeln los? Ja, das ist furchtbar. Hör auf. Ich kann dem Knüppel widerstehen, da ich ein magisches Zepter und ein Zauberamulett habe. Ja, die sind beide mit Verpackungsklebeband an meinem Stab dran. Ich trage doch kein Amulett. Eine offene Tür willst du auch noch schwul. Haben. Mensch. Das ist eine geschlossene Tür, schade. Das ist eine offene Tür. Stell die mal bitte dahin, wo die hingehört. Ich zieh mal eben hier ein paar Türen nach. Als diese Tür hier so in drei stand, das sah so nach Weltenportal aus. Okay, mehr siehst du nicht, Lumpi. Ich suche auf Fallen. Du findest keine. Kannst du nicht. Das kann ich nicht. Du kannst dich nicht weiter bewegen. Du hast dich jetzt bewegt und eine Aktion gemacht. Ja, ich wollte mich nur hinstellen. Ich wollte mich nicht bewegen. Ja, ja, Freddy, du bist dran. Ups. Ich würfel einfach mal mit allem, was da auf der Seite liegt. Oh ja. Okay. Nee. Ja, also. Erstmal eins, zwei. So, jetzt suche ich nach Schätzenauge. Gold! Super. Da steht hier eigentlich eine Tür zu. So, damit ist Inka dran. Ja. Hättest du mir ja zuwerfen können, du bist eh schon reich. Kannst du haben, ich brauch's nicht. Lumpi schmeißt mir, Freddy schmeißt mir ein Säckchen Gold und ich schreibe mir das jetzt auf. Türen. Ja. Ich brauche doch gar nicht. Warum hast du sie mir sonst vor die Nase gestellt? Scheiße, wo ist mein Scheiß? Der Oma Kunde, sie ich hab immer nur einen auf meinem Schreibtisch. Inka, machst du die Tür auf, rede doch bitte mit uns. Ich stehe nicht vor der Tür, also kann ich sie nicht aufmachen. Achso, du hast es nicht dran. Ja, Entschuldigung. Dann bin ich dran, ich habe nichts zu tun, dann ist Ense dran. Sorry, ich habe meinen Kugelschreiber gefunden, ich muss noch kurz meinen Gold eintragen.
Gold. Wow, Gold. Reichtümer. Naja, 25. Da muss man richtig rechnen. Neun. Okay, ich bewege mich zur Tür hin und öffne die Tür. Und falle um und stehe wieder auf. Crazy. Auge. Scheiße, ich bin zu fett. Was sehe ich? Ah. 5 unverwundbare Hexer. Ein Skelett, was auf dem Kopf steht, aus irgendeinem Grund. Warum ist das Skelett eigentlich so riesig? Ich hab's gerade mal geschaut. Das ist nochmal ein normales Skelett draus. Und sonst noch was? Das ist das Skelett von Achill. Auge? Hm? Sonst noch was? Nein. Okay, ich kann mich immer noch bewegen. Ich gehe jetzt sofort das Skelett. Hau ihm aufs Maul mit meinem Knüppel. Der Knüppel verlangt. Wir machen jetzt einen Stellvertreterkampf. So, folgendes: Die stehen da jetzt da. Und wir stellen uns aber vor, dass sie vor den Türen stehen. Ja, das stellen wir uns jetzt vor. Herz! Ja, 3 Treffer. Ich bin dafür, Ente, dass du jetzt mindestens 3-mal immer R drückst, wenn du würfelst und nicht immer nur einmal. Das ist mir suspicious. Warum das einmal ist genauso random, wie wenn du 3-mal würfelst? Es macht keinen Unterschied. Vorhin habe ich, ob du es einmal getroffen hast, du verkackt beim Verteidigen. Ich lass dich durch, nur so. Bin nicht so gierig. Weiteres Säckel Gold. Wie viel Gold hast du eigentlich inzwischen? Ich habe 640. Achso, ich mach die Tür auf. Eigentlich will ich ja Heiltränke und generell Items nur noch. Ja, du siehst nichts in dem Raum drin. Dorthin und durchsuche auf Schätze. Und ich kriege jede Menge verschlossene Türen, auch schön. Ja, und Gold! 20 Gold! Hoppala. Und wie macht ihr Hard Rondale? Okay, wischt die Sachen schon gar nicht mehr rein, damit ihr mehr streunende Monster kriegt. Nein, die Goldschätze werden auch nicht, das habe ich nie gemacht, die Goldschätze werden nicht reingemischt. Ja. So. Lupi ist fertig, dann bin ich dran. Oh, ich habe die 1000 Goldmarke durchschlagen. Oh, meine 10. So. Oh, jetzt hast du Freddy getriggert. Jetzt ist Freddy bestrebt, dich zu überholen wieder beim Goldschatz. 3. Gold! Auge, gib mir Schätze! Stärkungstrank! Warum sind denn da jetzt so viele Türen? Ja. Das ist jetzt der Türenraum. Inka, du bist dran. Hast du irgend so einen kleinen Fetisch-Lumpi, von dem wir nichts wissen? Ich mag es gern ordentlich auf meinem Spielbrett. Machst du bitte einmal die Tür auf? Ich glaube, Lumpi, wir sollten uns wirklich Sorgen um Lumpis geistige Gesundheit machen. Nein, mit meiner geistigen Gesundheit ist alles gut. Das machen die psychotischen Serien immer da auch meistens, so Zeug. Mhm. Ja, das fängt mit Türen an. Lumpi macht so eine Haribo-Tüte auf Leichen und sortiert erstmal alle guten Märchen der Farbe nach. Gehen. Ja, richtig. Und ja, die müssen exakt an eine Kästchen aus. Ich hatte auch recht damit, dass das psychotische Massenmörder auch machen. Und ihr solltet euch jetzt alle mal so ein bisschen, ne? Ihr solltet euch Gedanken machen, die ich gerade rausgezogen habe. Ja, eigentlich ist das gar nicht Lumpi. Das ist irgendeiner, der vor 12 Jahren sich da eingebrochen ist, Lumpi erschlagen hat und jetzt hat einfach die Date übernommen. Ja, genau. Vielleicht stimmt das. Vielleicht bin ich gar nicht ich. Vielleicht bin ich jemand anderes. Ja, genau. Vielleicht trage ich das Gesicht dieses jemanden gerade. Ja, das ist so wie im Man in Black 1. So, darf ich was machen, Inka, was machst du jetzt? Ach nee, wir sind noch nicht fertig. Ich habe 3 da drin stehen, ne? Mhm. 2 Zombies und 1 Skelett. Inka, bleib entweder in der Tür stehen oder geh einen Schritt zurück. Oder geh nach vorne, kannst du dich auch machen. Oder renn einfach rein und schreie. Ich bleib in der Tür stehen und. Das ist aber eine ziemlich strategische, taktische Entscheidung vom Baba, der eigentlich ziemlich dumm ist. Genau. Und aber dann kann ich dich jetzt nicht beim Kampf unterstützen. Raum und so. Warum nicht? Da steht doch, ist doch noch ein Platz vor. Du kannst quasi vor mich laufen. Ja, aber ich bin vor dir dran. Ach ja. Ja, geh einfach einen Schritt zurück. Dankeschön. Okay, Inka ist dran. War dran. Du bist dran, Auge.
1, 2, 3, 4. Bitte, Lumpi. 5. 1, 2, 3. Das ist so traurig. 4. 1. Macht Auge jetzt auch nur, weil wir da gerade ausführlich drüber diskutiert haben. Ja, ich glaube, das Auge gar nicht gemerkt. Na gut, ich bin halt jetzt einfach da rausgesprudelt und einer ist halt weitergelaufen. So, ich greife Lumpi an und treffe Lumpi keinmal. Sehr gut, Auge, wie du Verteidigungswürfel würfelst, wenn du eigentlich angreifen willst. Ja, ich habe noch nie zwei Schilde geworfen, zwei schwarze Schilde, super, aber dafür treffe ich Lumpi mit 2. Hast du verteidigt? Ich hab's nicht gesehen. Einen, dann kriegst du einen Schaden. Riesige Entfernung, die ich hier würfle. Ich öffne diese Tür. Auge. Diese Tür. Kommt euch eigentlich der Aufbau bekannt vor? Nein. Es ist ja klar, hier ist wieder eine Tür und hier ist eine Geheimtür, ich weiß schon. Der Sarkophag war aber anders gedreht, ja, sehr gut, Auge. Nee, da musst du rum sein. Ja, jetzt machst du bloß, um mich zu ärgern hier. Was ich ist das Dungeon, in dem wir schon mal waren, das hast du vorhin schon gesagt, richtig. Aber ich habe trotzdem keine Ahnung, wie es aussah. Und ihr betritt wieder die Grabkammer des Hexen. Auf das Grab rumzudrehen, doch das muss so sein. Diesmal ist sie leer und verlassen. Yeah. Der Hexenlord ist nicht mehr hier. Die ist leer. Oh no, der Hexenmeister ist nicht da. Interessant überlegen, wer ist hier nochmal reingerutscht? Ich suche nach Fallen, Geheimtüren. Ich glaube, das war dieses Auto. Du siehst keine. Das ist hier reingerusht. Ja, ich weiß nicht genau, was meinst das ist. Ja. Du Arschgeiger hast das Schwert mitgenommen, nicht ich. Ja. Ey, du bist vorausgerannt. Ich wäre einfach rausgerannt. Lumpi, du bist musst sehr unbedingt. Lumpi ist in diese Tür rein, ist in diesen Raum rein, hat so ein riesiges Monster gesehen, hat angefangen zu schreien wie ein Mädchen und ist nicht in Treppe gelaufen. Lumpi, du bist dran. War nicht letztes Mal da noch eine Tür? Ein Treffer. Auge, was ist mit der Tür, die da vorher war? Also ich kann gerade nicht gucken. Ich habe pariert! Ich habe überlebt! Sollte eine Tür sein? Hier. Hier war eine Geheimtür. Ja, die ist nicht mehr da. Nee, war eine normale Tür. Wo eine normale Tür? Da, wo ich zeige, war das letzte Mal eine normale Tür. Wo zeigst du denn? Siehst du meinen orangenen Zeiger nicht? Nein, sehe ich nicht. Da, wo es Bibbel macht. Da war eine, Da war ursprünglich eine Tür und jetzt nicht mehr. Ja, stimmt. Ja, nee, da ist keine mehr. Haben sie die zugemauert? Ja. Aha. Magie-Ente. Wer war drei? Freddy, du bist dran. Ja, da haben sie jetzt den geheimen SM-Killer eingerichtet. Magie. Was war eigentlich mit den Geheimtüren und Fallen? Nix. Okay, 5. 1, 2, 3. Hast du schon nach Schätzen gesucht, Richard? Nein, hat er noch nicht. No. Willst du dich überhaupt hinstellen? Da kannst du nicht stehen. Ja, ich schau mal nach Schätzen. Zweimal links groß hier so. Ja. Hatten wir eigentlich schon ein streunendes Monster? Ja. Was war das? Eine Mumie. Wenn's Gold ist, kriegst das du. Yes! Streunendes Monster. Ja, da freut sich Freddy auf die Herausforderung. Hetz! Und die Mumie greift dich an. Wann das jetzt bitte? Ich würde sagen, das war ein total beschissener Wurf mit drei hellen Schilden. dann ist Inka dran. Ich schlag mich mit dem Vieh vor mir. Er greift den Ghoul an und trifft dreimal. Drei. Kleine. Ja, passt auf, jetzt kommt er. Jetzt kommt der Megawurf. Naja, oder auch nicht. Vielleicht kommt der Megawurf ein andern Mal. Ich bin dran.
Und das Skelett greift Lumpy an. Ich hab nicht getroffen, Lumpy, du musst nicht werfen. Und das, dieses Zombie greift Inka an. Trifft zweimal. Ja, der Barbar grunzt. Die Mumie greift Freddy an. Ich wollte gerade sagen, das war wohl eher der Mundgeruch oder so. Ja, okay, die zwei Blocks. Es hält euch ein. Und damit ist Enzo dran. Und Ende okay. Nicht. Ja, da ist so ein Sarkophag im Weg. Lumpi, du bist dran. Kann mich noch bewegen? Ja, stimmt, Enzo kann sich noch bewegen. Acht. Okay, ich höre irgendwas? Bubi allein. Sehe ich irgendwas? Nee. Mach die Tür nicht auf. Achso. Mach die Tür nicht auf. Du siehst nichts. Nein, du okay, dann bleibe ich hier stehen und gucke vorher noch nach Fallen. Ah, nee, ich habe schon angegriffen, kann ich nicht. Okay, weiter geht's. Jetzt ist Lumpi dran und Lumpi haut das Skelett mit nichts. Oh, Lumpi gibt sich heute einige Mühe. Ja, jetzt hat es mir aber gezeigt. Und Freddy ist dran. Wie war das Angriff? Ja, also erstmal Verteidigung. Vier Würfel. Echt? Ah ja, stimmt. Zwei Wochen. Moment. Ja, zwei Treffer. Ja. Also neben der erhöhten Monsteranzahl in der ersten Erwartung bin ich dafür, dass ich auch mit hellen Schilden auch parieren kann. Ja, genau. Aber du noch mehr Chance. Dann hast du viel zu viel. Dann hast du eine 50% Chance noven, zu verteidigen. Ich darf noch moven. Das ist total OP. Aber ich glaube, ich will nicht. Ich suche jetzt alles noch nach Fallen nachher. Mhm. Könnte ja was sein. Moven. Der Raum wurde schon nach Fallen gesucht. Achso, wurde er. Dann gehen wir in den nächsten. Sondern der hier noch nicht, oder? Aber okay, denk dran, wir sind professionelle Helden. Wenn wir angreifen, dann tut das weh. Also ich versuche im nächsten das den so hier jetzt mal verteidigen kann, wir lassen, ja, Inka, du bist dran. Greifst du den Gula? Ich mit dem Zombie. Kein Gras mehr. Mit einem. Ein. Ich pariere. Ach, das gibt's nicht. Ich pariere einfach nicht. Es ist so traurig. Ich bin dran. Das Skelett greift Lumpi an. Dieser spannende Fight, der irgendwie zu nichts führt. Und ich treffe zweimal. Hui. Verteidigt. Ah, nein. Enzo, du bist dran. Juhu, ich weiß nicht, so ganz alleine will ich eigentlich nichts machen, aber ich öffne erstmal, würfel ich meine Würfel, bevor ich hier irgendwelche Sachen aufmache. Okay, ich öffne die Tür. Es kann gut sein, dass ich jetzt schreiend weglaufen muss. Auge, was sehe ich? Ich habe eine 10 gewürfelt, da kann ich schon mal recht weit weglaufen. Okay, ein Zombie. Ja, dann laufen wir schreiend weg. Das war alles. Was haben Zombies nochmal für Stats? 2, 3. Ich glaube, wenn du diesen Zombie jetzt köpfst, dann kommt da der Hexer raus und lässt einen fahren und dann sind wir alle tot. Scheißegal, Attack! Mein Knüppel braucht Köpfe. Andererseits hast du natürlich den Knüppel der Verdammnis, also es könnte klappen. Ja, das ist der Knüppel der Verdammnis, Auge los. Würfel 2 schwarze Schilde. Ich habe 3 Helle geworfen, ich finde, das sollte auch zählen. Pets! Auge schwer enttäuscht. Ja, ich bin tatsächlich schwer enttäuscht. Das ist aber ein bisschen peinlich, dass in diesem großen, zentralen, mittleren, prominenten Raum da ein Skelett auftaucht. Lumpi ist dran. Lumpi ist dran. Ach, der Scheißgerät immer noch. Ja, 3 Treffer. Es sind fast 4 Treffer. 4 eigentlich. Und sogar 4. Ja. Das war Kippel. Ja, das ist ziemlich gut, das Kippel. Den müsstest du eigentlich neu würfeln. Nee, ja, ist so, aber okay. Ist ja schon beim dritten Treffer tot. Okay, jetzt kannst du dich nur bewegen. Ja, fertig. Okay. Dann habe ich den Raum noch schon auf Schütze durchsucht? Du kannst nichts mehr machen. Freddy, du bist dran. Du hast ihn auch schon durchsucht.
Okay. Dieser Raum hier nach Fallen. Besuchst du den nochmal? Suchst du jetzt in diesem Mikroraum dann nach Sachen? Hm, hätte ja was drin, eine Geheimtür da sein können. Ja, hätte ja was drin sein können. Yay! Buja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du gehst 8, nicht in meinen Raum und suchst nach Schätzen. 9, ich bin überrascht. 10, stopp, stopp. 11. Ach, fick dich ins Knie. Passt. Damit hast du noch 4 Lebenspunkte und Das sagt auch immer einer Genugtuung. Freddy mal wieder verletzt, so. Und du siehst eine Wand. Oh yeah. Und Inka ist. Ja, das war das letzte Mal auch so. Und wir sind auch hier komplett außen rum gelaufen. Ich bin dafür, wir sollten uns mehr aufteilen, dann sind wir schneller. Inka, du bist dran. Ich will eigentlich nicht so viel alleine rumlaufen, aber wenn natürlich überall nur so Schwächlinge sind, die ich mit meinem Knüppel der Verdammnis hinwegraffen kann. Mach mal die Tür auf. Damit wüssten wir schon mal, wo noch eine weitere Steinwand ist. Ja. Boah, Andi, ich glaube, ich laufe dann einfach mit dir, weil dann kann ich die Chance nutzen, über deinen Kopf zu klettern. Super. Ja, das ist echt gut. Dann falle ich nicht rein und muss auch nicht würfeln, ob ich reinfall oder nicht. Ja, machst du noch was? Nein. Nein. Dann bin ich dran. Dann greife ich jetzt das Skelett an. Oder auch nicht. Ja, Inti, du bist dran. Enter. Enter ich. Auf mit meiner Figur zu spielen. Du bist dran, Ente. Oh, hat Inka ja irgendwas gemacht? Ja, sie hat die Tür aufgemacht. Ich bewürfel erstmal Bewegung. Wieso ist eigentlich dieser Stein verwaschen, während alle anderen klar gezeichnet sind? Schatz, please. Yeah! Gold! Du musst aussetzen! Warte mal, mit einem nur würfeln, oder? Ja, mit einem W6. 6! No! Und langanhaltend sucht Ente in alle Ritzen dieses Raums und hat am Ende 10 Jetzt hab ich 400 Gold. Ungefähr. Und vorher hatte ich 390. Aussetzen. Yeah. So. Damit ist Lumpi dran. Ach du Scheiße, was sollte das denn? Ey, 1, 2, 3. So, Grundsatzfrage. Ich suche den Raum auf Schätze. Was ist die Grundsatzfrage? Geht das oder geht es nicht? Ich sage, es geht, weil das Skelett nicht im Raum steht. Das Monster ist nicht im Raum. Richtig. Ja. Geh mir die Karte mal zu mir, dankeschön. Fühlst du dich dann besser? Was hab ich denn da? Ein Edelstein im Wert von 50 Goldstücken. Wieso findet Lumpi den Edelstein nicht wie ich so kack? Du hättest ja nicht finden können, aber Ente, du hast es einfach schlampig gesucht. Ente, ich bin ein Zwerg, ich bin näher am Boden, ich sehe sowas. Stimmt, Freddy, du bist natürlich ein Zwerg, du hast wahrscheinlich irgendwo mit deiner Axt einfach mal eine Wand aufgehauen und so wird den Edelstein gefunden. Wenn der Zwerg. Das war das 50, ne? Wenn der Zwerg ein bisschen kräftig auftritt, poppen sofort ja Arkensteine. Freddy, würfel doch schon mal wenigstens, danke. So, ich möchte erstmal nach Fallen suchen, Auge. Du siehst keine weiteren, außer die, in der du immer noch hockst. Bleib hier stehen. Dann laufe ich andersrum. Ich habe keinen Bock, in die Falle reinzulaufen. Inka ist dran. Auf das Skelett. Dann mach das mal.
Ja, mit diesem Kampfschrei wirft sich das der Barbar aufs Skelett. Ich hau mal durch Skelett. Zwei. Auf das Skelett. Und guck mal, Auge verteidigt nicht. Ich wollte gerade sagen, sollen wir es immer, dass ich einfach gar nicht mehr verteidige, sondern jede Kreatur, die wo ihren Schädel wirft, sofort tot ist. Ja, von mir aus. Lösch einfach alles, was an Gegnern hier noch so rumfleucht, direkt. Auge, hast du irgendwas zu so tun durch. Oder kann ich? Du bist dran, ja. Nein, du bist nicht dran, Ente, du setzt aus. Okay. Lumpi? Letztes Mal, als wir in diesem Durcheinander waren, war in dem Raum, in dem wir gerade stehen, eine Geheimtür, die zum großen Raum führte. Mein Gott, ich bin entsetzt. Welchen großen Raum? Jemand, der aufpasst. Zu dem mittleren Ding da. Ah, okay. Ich tue Suche auf Falltüren. Geheimtüren. Falltüren. Ist das gleiche. Ja. Eine geheime Falltür. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Tatsache. Wollen wir uns denn dann in den Weg weiter bewegen, in die Richtung weiter bewegen, Inka? Das letzte Mal waren hier geschlossene Türen, das heißt, jetzt könnten sie offen sein. Erst nochmal da rauslaufen, wo du gerade davor stehst. Dass ich gerade besonders weit laufen könnte, aber... Ich würde sagen, wir gucken uns die ganzen Zuhentüren nochmal an, die letztes Mal auf dem Gang da waren, und gehen erstmal den Weg durch die normale Tür weiter. Okay, dann wackel ich mal voraus. Auge? Mhm. Ist die Geheimtür beidseitig benutzbar? Ja. Wundervoll. Wenn es offen ist? Du hast ganze zwei Bewegungen gehabt, Lumpi. Krasser Scheiß. Ne, 24, okay. Vier. Du hättest dich übrigens nach dem Suchen nicht mehr... Nee, du hast als erstes gesucht. Okay, passt. Dann bin Freddy dran. Ja, dann bin Freddy dran. Richtig. Also, auch erstmal nach Fallen. Nein. Eins, zwei, drei. Du siehst nichts. Bleib stehen. Kann jetzt eigentlich nur... Ente, du darfst wieder spielen. Kann jetzt eigentlich... Ich bin dran. Achso, Entschuldigung. Es tut mir leid. Ja, ist dran. Kann jetzt eigentlich nur Freddy den Hexer umbringen? Ja. Der hat das Schwert? Ja. Ey, das gibt uns nicht irgendwie Magic Powers auf Saft oder so. Nee, ihr seid mir ausgeliefert. Der Saft ist nicht mit uns. Wir werden der alle Saft sterben. Ist nicht in uns. Okay, verdammt. Wenn ich mal diesen Hexer sehe, werde ich wie ein Mädchen schreien und das Schwert hinschmeißen und wegrennen. Okay, mehr siehst du nicht. Das Schwert fällt auf seinen kleinen Zeh und der Hexer stirbt sofort daran. Ja. Was Magic. Und es reicht so, über unfassbar. Magic Fallen. Du findest gerade. Ich bin gerade echt. Okay. Stark versucht, die Bild-in-Bild-Funktion meines Monitors zu nutzen und auf dem zweiten Monitorbereich, der mir dann freigeschaltet wird, Stardew parallel zu spielen. Ich weiß noch nicht, ob mein Rechner das irgendwie hinkriegt. Was ist Freddy? Ente? Inka hat nach Fallen geguckt. Ja, ich hab gesagt, da sind keine. Okay, dann bin ich dran. Unglaubliche Bewegung. Ich öffne die Tür. Sehe ich irgendwas? Noch nicht. Ich gehe hindurch. Ba, ba, ba. Sehe ich irgendwas? Ja. Ich gucke nach Fallen. Findest keine. Keine Fallen gefunden? Nein. Okay. Da habe ich was Tolles gefunden. Lumpi ist dran. Auch mal fällt auf zu nerven. Was wir für einen Gänsemarsch produzieren, so fürchterlich. So, ja. Also, okay, such nach Fallen. Nein. Meine Güte, ey. Eins, zwei, drei. Wow, Wahnsinn! Ja, du bist dran. Wenigstens einer kann sich hier vernünftig bewegen. Sehr schön, jetzt steht Ente da zwischen diesen zwei Dingern. Ja, das ist echt zum Kotzen. Ich wünschte, ich hätte meinen durch die Wand zaubert. Mach mal die Tür auf.
Spiel gestaltet sich heute sehr schlecht. Das klingt immer so, als ob ich auf der anderen Seite der Tür stehen würde mit, jetzt mach die Tür auf. Öffnen Sie die Tür, Mr. DeWitt. Ja, sonst, wenn du die Tür nicht aufmachst, dann komme ich rein hier. Ne? Mr. DeWitt, öffnen Sie die Tür. Und begleichen Sie die Schuld. Ja. kurz so, ne? Die Lampe und ich komm nochmal, dann sag ich, okay, mehr mein nicht. Meister Aladdin. Menschen, bitte sehr. Hm? Soll ich in den Raum rein mich mit denen prügeln? Soll ich die nächste Tür aufmachen und uns eine Riesenwave holen? Oder was ist dir am liebsten? Du musst mich prügeln. Stell dich direkt in die Tür. Ja, ich prüge natürlich. Also ich folge dir. Ich würde dir auch in den Tod folgen, wenn es sein muss. Lumpi nimmt immer die Riesenerektion. Mach es so, dass ich auch mitprügeln kann und lass die Tür vielleicht nochmal zu. Also irgendwie habe ich heute kein besonderes Würfelglück, deswegen sollten wir es nicht übertreiben. Fressst du den Zombie an? Yep. So, Inka ist wieder klein geworden. Also, wenn ich ein Kombi wäre. Dann bräuchte ich keinen Zombie mehr. Ein Kombi? Mehr. Ja. Zwei. Ja. Auge, ein Auge verteidigt. Auge gab sich herzlichen Glückwunsch. Das steht in seinem Zeugnis. Das einzige Positive, was ich jemals auf dem Zeugnis stehen hatte, war, dass Marvin hat erfolgreich einen weiteren Geschichtskurs besucht. Ich habe mich einfach freiwillig in einen anderen Geschichtskurs mit bei meinem geilen Agro-Lehrer, Geschichtslehrer reingesetzt, weil ich die und hätte wahrscheinlich eine bessere Note gehabt als alle anderen, die da drin saßen. Sonst stand immer auf mein Zeugnis nur, Marvin stört durch permanentes Reden den Unterricht. Und das stand von der 5. bis zur 13. Klasse auf jedem meiner Zeugnisse. Ist das nicht die Monster dann, Auge? Inka hat gerade gewürfelt. Ja. Dann greifen die beiden Skelette jetzt Inka an. Und schwingen ihre alten, rostigen, schartigen roten Messer. Treffe einmal. Und Inka verteidigt. Und ich würfel nochmal. Und treffe wieder mit einem. Und Inka... ich zoome zu nahen. Verteidigt. Halleluja. Und Ente ist dran. Ich wirke. Ich. Rückenwind. Ja, sorry, ich musste überprüfen, ob ich gemutet bin oder nicht. Ja, okay, so. Dann darfst du jetzt mit zweimal würfeln. Acht und sieben macht 15. Yeah, das hätte ich auch... Hätte auch schlechter sein so. Können. Wir haben schon schlechtere Rückenwinde gesehen. Ja, vor allem ich. Auge, was muss ich würfeln? Du musst mit einem Kampfwürfel werfen. Und beim Schädel fällst du rein. Ja. Yes! Scheiße, jetzt habe ich vergessen, wo ich war, Moment. Bei 11, glaube ich. Weiß ich nicht, warum wir nicht bei oben rum. Ja! Yeah. Okay. Da kommt mein Personal Mage. Okay. Ja, ich habe sogar einen Zauber verbraucht dafür. Der kleine Zwerg positioniert sich auf Höhe des Knöchels. Drei Treffer. Ja, das Ding ist weg. Welches von den beiden? Ist egal, oder? Der, ja, das ist eigentlich egal, genau. Ist Freddy dran? Ja. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, was sehe ich? Und, haben wir die Sackgasse gefunden? Nein! Sehr gut. Ja, ich suche nach Fallenauge. Findest keine. Meine Güte, ey! Inka, du bist dran. Attacke! Attaché! Ähm...
Den dürftest du ziemlich sicher gekillt haben. Ja. Inka, ich würde sagen, mach die Tür mal noch nicht auf. Weil wenn ich mir das Layout von dem Dungeon anschaue, kann da, oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass er da drin ist, relativ hoch. Ja. Hey, du wirst angegriffen. Deswegen sollten wir zumindest... Ein Treffer. Sollten zumindest noch auf Freddy warten. Ja, geblockt. Mehrfach. Mehrfach. Multiple ja, ich kann blocken. Auch aus Entfernung ja. Sachen wegschießen. Ente, du bist dran. Schneller, beweg deine kurzen Beinchen. So, ist der Kampf hier schon fertig, Auge? Richard, du bist mit 7 dran, ja. Ja, ich hab irgendwie den Kampf mit... Wow. Wow. So nach deinem 15 Feldermarsch so aus der Puste? Ja, da musst jetzt irgendwie... Muss ich mich erholen, habe ich mal kleine Zahlen gewürfelt. Ich kann das ja beeinflussen, ich bin ja ein Magier. Ja! Lumbi, du bist dran. Ich setz aus. Freddy, du bist dran. Nein, halt! Nein, ja. Halt! Ich ja. Durchsuche auf Schätze. Ich bin auch noch gut. Gold! Ja, ich habe auch mal 10 gefunden, musste dafür eine Runde aussetzen. Aus einer stinkigen, abgetragenen Weste. Ja. Immerhin zieht okay, Lumpi sofort 10. Du musst da 2 Runden versuchen. Ah ja, warte, der Raum ist ja auch relativ groß. Das scheiß Skelett angreifen, sorry. Ja, ich greife das Skelett natürlich an. 4 Würfel, ne? Kann man 4 Würfel nicht treffen. Inka, du bist dran. Ich gucke das Ganze hier mal auf Fallen an. Findest keine? Okay, jetzt ist die Überlegung, gehe ich aus dem Raum raus, den Gang lang und komm Freddy von hinten zu Hilfe oder bleibe ich einfach stumm stehen? Nee, da komme ich eher zu Hilfe. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr da bleibt. Ja, ja mach mal wir brauchen einfach zu lange, um Freddy zu helfen. Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass Freddy das gerade auch noch alleine macht. Also wenn es sein muss, blase ich das Ding auch mit einem Zauber weg. Genau. Da gar nichts wird. Mache ich es mir am Lagerfeuer gemütlich. Ja, was für eine Fähigkeit setzt du ein? Ich bin noch gar nicht Ritual. Ja, wir zünden einfach das, was wir in dem Raum finden, das zünden wir einfach an. Ja, da lag irgendwo jetzt so. Nee, ich bin dran. Vielleicht greift Freddy an. Du darfst nochmal Freddy an. Du bist auf die Unterwäsche auf und aus und verbrennen unsere Kleider. Wow, ein Treffer. Ja, wow. Jetzt passiert mal hier was. Action. Ja, Action, ja. Tja. Ja, kein Block. Damit hat Freddy noch 3 Lebenspunkte. Meine Güte sind echt knapp. Und Ente ist dran. Bewegt mich zuerst. Vielleicht kann ich den ja auch meinen Knüppel wegmachen, aber. Was passiert eigentlich, wenn Freddy stirbt? Der droppt das Schwert dann, oder? Ja. Gut. Jetzt schon nicht von dem Skelett. Ich hab übrigens. Also, was hat das Auge gesagt? Ich hab 3 Lebenspunkte, Auge. Mhm. Flammende Wut! Wobei, ja doch, flammende Wut. Ein Punkt, er darf sich mit einem Kampfwürfel verteidigen. Bitte. Ich würde gerne das Schnippen aktivieren. Ich würde gerne manche Dinge vom Feld schnippen, zum Beispiel. Ja, aber dann nimmst du eventuell zum Beispiel anderes Zeug mit. Enzels Würfel und... Nee, das Schnippen kann ich schon separat aktivieren. Nein, mir geht es darum, dass man das Auge dann Sachen wegschnippt und immer andere Sachen mit wegschnippt. Ich bin dran. Jetzt nochmal aus. Freddy, du bist dran. Oh mein Gott. Acht. So. Glück gehabt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Außerdem heile ich mich mit meinem Heilzauber. Hast du wieder 6 Lebenspunkte? Dann bist du rückwärts gelaufen. Inka ist dran. Ja. Inka? Er sitzt mit mir am Lagerfeuer und trinkt rum. Ich würfel schon mal. No. Dann ist 9. Yeah, auf geht's. Ja, die Magier-Truppe kommt. Lumpi, du bist dran. Ja. Jetzt noch eine Runde aus. Freddy, du bist dran. 5. Also Inka könnte jetzt eigentlich schon 1, das mal öffnen. 2, 3, 4. Ich bleib hier vorstehen und verwende meine Granithaut auf mich an. Achso, das hält so lange, bis du Damage nimmst. Ja.
Dann hast ja, da brauche ich jetzt Freddy wieder ein bisschen mehr. Ja, ja. Dinker? Hau mir die bei Lumpis an. Machst du das, machst du die Tür auf oder bleibst du davor stehen? Wenn ich jetzt in zwei würfe, tue ich gar nichts. Na, du hast immerhin eine 2 gewürfelt. Also, Inke, mach die Tür auf. Ja. Öffnest du die Tür? Attacke! Meine Güte, ey, jetzt stehst du da und ich kann deswegen nicht die Tür aufmachen, weil du aber das sind alles geschlossene Türen, die ich habe, ist sortiert. Hast. Heil die, vielleicht sollte ich dich erstmal heilen, aber das kannst du eigentlich auch selbst tun. Den. Freddy hat sich doch schon geheilt. Nee, Freddy hat Granithaut gemacht. Nein, ich habe ihn auch geheilt. Schon geheilt. Achso, stimmt, du hast ja gerade vorhin auch nichts machen müssen. So, folgendes. Ihr seht diesen... Lumpi, warum speicherst du nie den Thron ab? Gib mir einen Thron. Also den Stuhl. Kannst du bitte ein Model von einem Klo suchen? Das finde ich irgendwie besser. Mein Auge schon kein vom Model Thron von einem redet. Klo. Moment. Es wird eins geben. Du musst nur lang genug suchen. Ja. Ist das der Stuhl jetzt, oder wie? Ja, ein Stuhl. Es ist ein Thron. Müsst ihr euch ein bisschen fürstlich vorstellen. Mumie. Ein Zombie. Nee, andersrum. Wow, das sind voll die Hardcore-Gegner in diesem Raum. Und vor dem Thron oder auf dem Thron seht ihr... Endlich! Den Hexer, der wütend aufspringt, und wir brauchen dringend eine andere Figur für den. Das Ding ist so hässlich. Ja, wirklich. Das ist halt voll der Zerg. Der Hexer ist ein Zerg. Ja. Und ihr habt den Hexer gefunden, den es zu besiegen gibt. Ja, und wir waren mal wieder in jedem Raum und haben alle Falle ausgelöst und alle Schätze gefunden. Und ich weiß. Das war ziemlich schlimm, ja. Ich bin dran. Warte. Quatsch. Ja, du kannst dich noch bewegen. Ich darf mich ja, du kannst noch, ja, du könntest noch zum Beispiel den Zombie lass zur Hölle. Das sieht cool aus, ja. Das Problem ist nicht, dass der Hexer Intelligenz-Damage macht, dann guckst du nämlich blöd aus der Hose. Das gibt's erst in den Add-ons. Ach so, das gibt's erst in den Add-ons? Oh, ich so, bin enttäuscht. So kann er mich, glaube ich, nicht angreifen. Es sei denn, er läuft außen rum. Ja, gut. Dann bin ich eh tot. Gib mir mal den Zombie. Wie viel? Achso, du hast eh noch 7 Lebenspunkte. Ich glaube kaum, dass der Hexer mehr als 2 macht. Oder mehr als 3, sagen wir so. 3. Hier kannst du mir den Nebelschleier geben. Damit du durch Sachen durchläufst? Mhm. Wieso? Naja, muss ich ja okay, jetzt nicht mehr jetzt. Du kannst doch einfach um Inka jetzt, rumlaufen. Ja, ja, ich kann auch durch Inka durchlaufen und sonst was. Ja, eben. Ich denke, das ist kein Problem. Jetzt kommt's. Jetzt 10 Würfel. 5, nicht schlecht. Weiter. Das ist enttäuschend. Ja. End ist voll enttäuscht, dass Inka überlebt. 3 Blocks. Und nee, es ist die Torsche, das Auge so scheiße würfelt bei 5 Attack-Würfeln. Die Mumie greift dich an und trifft 2-mal. Die Mumie ist genauso stark wie der Hexe. Ja, doch, passt. Das ist alles korrekt. Ein Block, das heißt, du verlierst deinen Lebenspunkt, du hast noch... Warte mal, ich guck mal kurz. Verletzt bis jetzt. Seltsam. Dann ist... Inka hatte 8 Lebenspunkte. Ach ja, stimmt. Also ich blas die Mumie mit dem Dingens weg und gib mir... Und welchem Dingens? Ja, mit dem Dingens. Welchem Dingens? Mit. Ich bin auch noch nicht dran, oder? Doch. Du kannst also den Hexer auch dran. Betäuben, Richard. Und dann kann er nicht verteidigen im nächsten. Nee, der hat bestimmt genug Intelligenz. Der Gewitterzauber kann nicht geblockt werden. Ja, ich kann. Du kannst ihn aber auch einfach angreifen. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Oder du verwendest den Djinn oder so. Ja, ich meine. Der geht aber nicht gegen den Hexer. Der Djinn macht jetzt erstmal die Mumie weg. Dann musst du mit 5 würfeln. Weil ich kann meinen würfeln. Ich brauch noch einen. Würfel doch einfach mit einem 2-mal. Okay. Ja, ich würde es einfach würfeln, das ist Cheating. Ich wette, hinterher da irgendwie ein Muster. Ja, sicher, auch sicher. Ja, ich bumm's einfach nur alles weg. Klar. Außerdem gebe ich Freddy noch Tapferkeit. Kannst du nicht. Zwei Kampfwürfel extra. Er ist nicht in deiner Sichtlinie. Hä? Aber. Warte mal, ich kann mich doch noch. Der Djinn muss nicht auf Sichtlinie.
gemacht. Warte mal kurz, ich kann mich immer noch bewegen. Achso. Warte mal. Also, kann ich mich noch bewegen? Kannst du kannst dich bewegen, aber dann kannst du nicht mehr zaubern. Ja, du kannst den Zug nicht splitten. Scheiße, ich wollte mich eigentlich vorher bewegen. Egal, ja. Freddy macht das auch so. Ja. Ja, du kannst dich immer noch, also Ente bewegt dich trotzdem nochmal da runter. Ich bewege mich runter, ja. So, Hexer! Ja, ich würfel jetzt mal nicht, ich stell mich da hin. Also ich muss nicht würfeln, weil ich muss den... Freddy, du bist dran. Oder so komm ich da hin. Ja. Ja, 6. Also, 1, 2, 3, 4. Die offenen Türen immerhin. 5, ich stelle mich hinter den Hexer. Versteckst du die wieder vor mir, Lumpi? Nein, ich verstecke die nicht, du brauchst ja immer nur so viele davon. Na los, jetzt mach ihn weg. Ja. So, ich habe 3 Kampfwürfel. Ja. Halt, warte, ich habe noch einen. Nee, du hast 4, oder? Ich hab noch einen Stärkungstrank, den schlug ich vorher. Warte mal, dein Schwert gibt dir doch. Nein, nur gegen Untote. So. Also Stärkungstrank, dann habe ich 5 Kampfwürfel. Ja, dann mach. Das ist enttäuschend. Auge verteidige. Er hat 6 Verteidigungswürfel. Ja. Und er hat einen verteidigt. Block. Einen Block. Ich bin dran. Oder ja, der braucht aber auch also viele, eigentlich können ja nur noch Freddy, außer wenn irgendjemand was machen möchte, sonst würde ich sagen... Also ich würde gerne was machen. Ja, du bist aber nicht dran. Ich bin dran. Ja, dann warte ich, bis ich dran bin. Okay, Freddy, ich greife dich an. Mhm. Mit 3 Treffer. Du hast recht viele Verteidigungswürfel momentan. 7 habe ich. 7 Würfel. Wir können so viele Würfel essen. Aber nur 2 Blocks. Und dann ist es weg. Ein Schaden und deine Steinhaut endet und du hast noch 5 Lebenspunkte. Ente, du bist dran. Bewege mich. Ich gehe zur Tür. Dann gib Freddy Tapferkeit. Ja, und betäube den Hexer. Ah ja, genau, wenn man schon dabei kann. Dann kann ich blocken. Stimmt, ja. Ich betäube auch noch den Hexer. Der Zauber prallt wirkungslos am Hexer ab. Ja, hab das ich hast du dir ausgedacht, du Spaß. Nein, Hexer ist es kann schon gut sein, dass du den Endboss vom ganzen Ding... Kennst du das nicht aus anderen Spielen, dass man Bosse nicht unbedingt stunnen kann, weil das so OP wäre? Okay. Du hast aber jede Menge Attack-Würfel, das sollte also reichen, dass du den jetzt nicht machst. Ja, 5 habe ich. Vor allem geht das so lange, wie du den Gegner siehst. Okay, 4 Attack-Würfel. Auge verteidige. Also wenn du jetzt 4 schwarze Schilder würfelst, dann fang ich an zu lachen. 1. Okay, ich bin dran. Okay, wie hat er jetzt kein Damage genommen? Ja, der wird schon weggenommen. Er hat zwei Schaden genommen. 2 Treffer. Ich treffe dich zweimal. Ja. Ich habe 5 Verteidigungswürfel. Ein Block. Wie viele Lebenspunkte hast du jetzt noch? 4 habe ich noch. Hier, du bist dran. Ich könnte Freddy heilen, wenn es sein muss. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Noch nicht, lass mal. Ja, lass mal noch eine Runde warten. Am nächsten Dann heile ich dich nochmal. Ich gehe mal davon aus, dass meine Feuerkugel auch nicht funktioniert. Ja, Freddy ist dran. 2 Treffer. Ein Block. Dran. Aber willst du jetzt irgendwann mal sagen, ob der noch Lebenspunkte hat oder ob das. Weil den hast du. Achso, hast du den. Der wird einfach irgendwann umkippen, frei. Wir wissen halt nicht wann. Hm. Ja, Block. Okay. Komplett. Nein, Moment. Das waren so viele. Nee, das waren doch 5. 5, ja. 3 Treffer. Meine Güte, Auge, was ist hier los? Plötzlich. Beim Endboss fängt Auge an, schwarze Schilde zu würfeln. Ich bin dran. Zwei Treffer. Du hast 4 Verteidigungswürfel.
Das ist nur 4. Das waren 5. 2 Blocks. Nee, du hast 5, hast recht. Stimmt. Ja. 2 Blocks. Also nichts passiert. Du bist drin. Ja. Ja, wieder, ja genau, 5 Angriffswürfel. 4 Treffer. Ja. Oh komm, du musst jetzt irgendwann mal tot sein. Also der Hexer blutet aus vielen Wunden, die Freddy ihm beigebracht hat. Und ist darüber nicht sehr erfreut und zornig, aber er sieht, dass er im Moment keine Chance hat. Er murmelt eine Zauberformel und verschwindet. Was? Der Hexer ist geflohen. Aber ihr habt ihn erfolgreich besiegt und zurückgedrängt. Der Hexer ist schwer verwundet und wird sich erstmal heilen müssen. Und ich habe Freddy eben einen Text geschickt, den ihr jetzt als Belohnung vorgelesen bekommt. Denn ihr habt das Abenteuer geschafft. Ihr habt den Hexer erfolgreich besiegt, zwar nicht getötet, aber dennoch besiegt und somit den Kaiser und das Reich gerettet. Ihr habt euch tapfer geschlagen und doch, eure wirkliche Bewährung steht euch noch bevor. Dunkle Wolken haben sich an den Grenzen unseres Reiches zusammengezogen. Der Kaiser und seine Getreuen stehen in der alten Zwergenfestung Karakwarn auf verlorenem Posten und durch den Hexerbaron und auch der Hexerbaron lebt noch und sind auf Rache. Wenn es also an der Zeit ist, werde ich euch zu neuen Abenteuern rufen müssen. Aber nun habt ihr euch erst einmal eine Zeit der Ruhe und Erholung verdient. Ihr könnt eure Rolle als Heroe vergessen und ins private Leben zurückkehren. Ein Leben, liebe Freunde, für das ich euch Frieden und Harmonie wünsche. Denn so wahr ich Mentor heiße und euer Freund und Meister bin, Kampf und Gewalt sind keine guten Mittel, um die Konflikte dieser Welt zu lösen. Die pädagogischen Brettspiele der 90er. Die Moralkeule kommt zum Schluss, what the fuck? Die wahren Tugenden eines Heroen sind Vernunft, Toleranz und Verhandlungsbereitschaft. Nein, das sind Ritter, nicht Heroen. Das lehrt uns schon Lore Tome, das Buch der Bücher. Oh ja. Fick dich wieder in der Bibel. Übt euch also in diesen Tugenden, bis wir uns wiedersehen. Denn nur sie können einen Heroen davor bewahren, sich im Rausch der Macht zu verlieren. Denkt daran, wie es Morkar erging. Er missbrauchte seine Macht, weil seine Seele noch nicht die Reife hatte, die Folgen seines Tuns zu überblicken. Ja, so eine kleine Armee, würde ich mal sagen. Wer so handelt wie dieser Unglückselige, kann nicht länger mein Freund sein. Und er kann nicht erwarten, dass ich ihn zu neuen Abenteuern rufe, die das Böse in unserer Welt bezwingen und dem Guten zum Sieg verhelfen sollen. Meine Güte, könntest du bitte mal deinen Finger einpacken? Ich werde euch im Auge behalten. Benutzt euren Verstand. Vermittelt im Streit. Widersteht der Gewalt. Dies lege ich euch als nicht. Verpflichtung auf, wenn ihr meine Heroen sein und bleiben wollt. Ich denke, ich kann mich auf euch verlassen. Und so wünsche ich euch viel Glück und Erfolg, bis wir uns demnächst zu neuen Abenteuern wiedersehen. Ja, nein, wir könnten ja mal versuchen, Diplomatie einzuführen. Halt echt Moralkeule. Ja, ihr tapferen diplomatischen Heroen habt es geschafft. Ihr habt das erste Buch der Abenteuer geschafft und das nächste Buch heißt Karakwran. Haben wir gerade gehört. Das ist die Festung, an dem der Kaiser eingeschlossen ist. Und da müsst ihr dem Kaiser zu Hilfe eilen. Doch, wie heißt das immer so schön? Das ist eine andere Geschichte. Und